Zu einer neuen Episode Minecraft Skywars und heute spielen wir mal wieder eine Runde und ich würde mal sagen, es geht los. Und naja, mein letztes Kit Archer wurde ausgewählt und ich hoffe, dass es. Ja, die Map ist ganz gut, soweit ich weiß. Und ich hoffe, dass ich hier eine Chance habe. Mit dem Bogen kann ich ja relativ viele schon so runterschießen, also das ist eigentlich kein Problem. Kommt dann mal wieder drauf an, wie ich so bin jetzt im PvP oder ob was in Chest drin ist. Ich habe ja halt einen Bogen, ist gut. Na gut, hier ist auch noch, hier sind auch noch Dinge drin, die uns vielleicht später retten können. Naja, muss nicht sein, kann aber sein. Ich hoffe es. Das wäre ja sehr cool, wenn es klappen würde. So. Noch mehr Pfeile? Und mit Bögen, klasse, muss man schon sagen. Aber naja. Ich hab. Pfeile sind gut. Bögen, naja, ist mir relativ egal. Und, noch mehr von dem Zeugs. Ich glaube, ich equippe mich mal schnell auf jeden Fall. Lass ich mal. Dass ich mal ein bisschen jetzt schon ein bisschen offensiver rangehen kann, jemand vielleicht angreifen. Ja. Besseres habe ich hier leider gerade nicht, oder? Warte, kann ich? Ja, doch, das ist das Beste, was ich mir zur Verfügung steht jetzt. Ich habe 32 Pfeile, also hier ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Sachen runterschießen hätte ich schon eine Chance, außer ich überrasche oben jemand. Naja, ich habe jetzt leider nur wenige Blöcke. Okay, dann mach du mal weiter, weil gerade in der Aufnahme. Und dann geht es und. Oh, da ist schon jemand in der Mitte. Ich schau mal, ob ich in den Bogen snaggen kann. Vielleicht. Bevor er uns hier das ganze Crib rausholt, Alter. Jetzt geht er mir genau aus meinem. Naja, dann schieße ich halt den daneben runter. Ist ja auch ganz okay. Nein! Komm schon, lass mich nicht im Stichbogen. Und dann. Also der hat gerade gemerkt, dass ich einen Bogen habe. Freut sich anscheinend ziemlich darüber. Der geht sich vergraben gleich mal. Oh ja, klasse. Jetzt haben natürlich alle bemerkt, dass ich einen Bogen habe anscheinend. Und jetzt habe ich ein Problem. Ja, ich habe ihn getroffen. Sauber. Wenn ich Glück haben kann, kriege ich ihn runter. Ich glaube, der. Ja. Sauber. Oh ne, das war ich gar nicht. Egal, passt schon. So, jetzt baut sich der auf jeden Fall in die Mitte und den snagge ich mir jetzt auch mal. Würde ich sagen. Sauber. Wieder ein Gegner weniger. Da ist noch einer. Der steht da auch gerade an der Kante. Den kann ich runterschießen. Fass. So. Runter mit dem. Nein. Was ist denn los mit dem, dass er es überlebt hat? Frage ich mich schon mal, ob es nicht ein Cheater ist oder ein Hacker. Ah, jetzt ist er untergetaucht. Naja. Na egal. Jetzt baue ich mich mal auch mal in die Mitte. Und schauen, was in dem Chest drin ist. Ich hoffe, jetzt backe ich nicht runter. Oh, der Kerl kommt fast wieder raus. Ich muss ihn im Auge behalten. Ich will ihn ja zerlegen. Oh. Ist er tot oder wo ist er? Keine Ahnung. So, würde mich auch nicht weiter interessieren. Ab in die Mitte würde ich sagen, wenn ich genügend Blöcke habe. Kann mich natürlich auch irgendjemand total einfach runterschießen, aber ich glaube, das sollte soweit passen. Ja, da ist immer noch da unten. Das Problem ist, meine Blöcke reichen nicht aus, aber ich nehme die vom Baum. Der spendet mir bestimmt gerne mal was. So. Dann kann ich mich in der Mitte ein bisschen equippen, hoffe ich besser. Also wie jetzt bin ich noch nicht besonders gut. So, ich habe ein Achievement. Oh, der hat auch einen Bogen, scheiße. Ja, und er ist nicht schlecht im Ziel, muss man ihn schon lassen. Oh, ich glaube, da schießt mich runter gleich. Ab runter. Die Erde so. Dann snagge ich mir erstmal was.
Meine Herzen schnell raggen. Und dann bereite ich mich schon mal auf den Kampf vor. Also, der Kerl wird mich bestimmt erwarten. So. Yay, ich habe das Spiel gewonnen. Na, und das genau mitten in der Aufnahme. So, wollen wir mal sehen, ob wir nicht in noch eine Runde reinkommen, wo es nochmal so gut läuft. Wir warten jetzt noch auf Spieler. Naja, die Map ist ganz klar. Wenn hier direkt neben mir einer ist, dann bin ich erledigt, weil er mit dem Schwert mich locker platt macht. Aber wenn im Test halt nichts drin ist, ich hoffe, ich habe hier eine Chance. Das zeigt sich ja gleich. So. Ein paar Sekunden noch und dann geht's los. So. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 und los geht's. So. Es sind Chests drin, die gleich mal die größten, die wichtigsten sind. Ja, es ist aber nur Equipment, also nicht so richtig was zum Kämpfen habe ich nicht, außer meinen Bogen bis jetzt. Ich würde mal sagen, ich gehe mal auf Entdeckungstour in dem Turm gleich. Da gehe ich rein, loote meine Chest, was da also noch drin ist. Sauber ein Steinschwert, das kann ich gebrauchen. Daneben ist nicht schon einer der Erste gestorben. Wie ich gerade gemerkt habe, durch diesen Blitz. Ich baue mich später auf jeden Fall noch zu dem rüber, wenn ich bisher noch nicht tot bin. Aber zuerst gehe ich hoch und loote nach oben die Chest, weil da auch noch ordentlich was da ist. Hier ist auch noch eine Chest. Sauber. Jags. Läuft doch eigentlich. Muss ich noch die anderen besiegen. Oben cripple ich mich dann. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht so blöd und falle runter. Das wäre richtig unnötig und blöd. Oh. Da hat er ja das Spiel verlassen. Ein Gegner weniger. Ist doch schon ganz gut. Okay. Ja, hier sind jetzt einige Chests. Wieder eine Axt. Ich glaube, das Lederkramszeugs nehme ich gar nicht mit, nur jetzt die wichtigen Dinge, die Stärken. Weil dann läuft es auch besser. Oh, ein Dierschwert. Damit, das gefällt mir doch gleich mal richtig. Zack, zack. Oh, Dio. Zack. Dann equippen wir uns mal ein bisschen. Hier mal zu kranken. Sauber. Und passt voll dir. Brauche ich noch ein Dia Brustpanzer. Brustplatte. So, noch mehr Pfeile. Schön. Jetzt öffnen lässt sich die Chester nicht öffnen. So, doch. Wieder nichts, was mir so richtig was weiterhilft jetzt, aber so, jetzt gehe ich offensiv, da unten lauert schon jemand auf mich. Der hat wohl gemerkt, dass ich hier alle loote und so und will sich jetzt an mich heranpirschen. Ich habe ja einen Bogen, damit schieße ich den Kerl runter. Oh. Er merkt, hat es gemerkt. Ist immer so blöd und kommt davor, so was ich. Ja, er rennt weg, sauber. Er haut erstmal ab. Gut. Dann kann ich safe hier runtergehen. Dia-Schwert in die Hand nehmen. Dia-Axt. Steinchen. Abflug. Vielleicht mit einem. Der Kerl ist auf jeden Fall sehr schlechter equipped, als ich sie. Versuche ich dem jetzt zu snaggen mal. Ein Dia-Schwert. Muss aber aufpassen, dass er nicht hinten hinter mir herkommt. Oh, da hinten ist schon jemand. Da oben ist noch jemand. Ich glaube, der hat Bogen. Oh. Darf ich ihn? Schade. Dann gehen wir halt ein bisschen näher ran. Der hat auf jeden Fall einen Bogen, auf den muss ich aufpassen. Oh, der kommt. Ich bin bereit. Der
versucht sich wegzubauen, zuzubauen, aber so einfach ist, so leicht geht es nicht. Ich sollte mit dem eigentlich easy fertig werden, indem ich ihn so runter bekomme. Sauber, den habe ich doch gut getroffen, oder? Bin ich ein Ass im Bogen, oder? So. Dann ist noch da auf der anderen Seite derjenige und da habe ich schon die nächste Runde gewonnen, glaube ich. Also mit dem sollte ich gleich easy fertig werden. Aber der hat auch schon einige gekillt, wie es aussieht. Dieser hat ja null equipped, der Kerl. Deswegen sollte es nicht, kein Problem werden. Ich muss ihn jetzt nur in meinen Pfeilen treffen. So. Ich baue mich jetzt einfach mal zu ihm rüber, hab ja Diaschwert. Und so weiter. Der hat mich gerade nichts gemerkt, aber egal. Ich schätze mal, er wird mir jetzt gleich versuchen, den Bogen abzuballern. Aber das so einfach ist. Ja, er baut sich ein bisschen ein. Wow, der war nicht schlecht, der war nicht schlecht. Wow, der hat mich runtergeschossen, der war nicht schlecht. Okay, GG würde ich sagen. Irgendwie geht jetzt gerade wieder gar nicht so. Ja, egal. Passt schon, würde ich sagen. Damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge heute. Und naja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Könnt ihr meine Tipps in die Kommentare schreiben und viel Spaß noch.